Ein Einfamilienhaus in Salzgitter. Eine Mutter spielt mit ihren drei Kindern. Auf den ersten Blick ganz normaler Alltag. Aber hier ist etwas anders. Mama trägt Kopfhörer beim Spielen. Ich bin Svenja, bin 32 Jahre alt. Ich habe drei Kinder und ich habe Autismus-Spektrum-Störung. Autismus-Spektrum-Störung ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, wo Menschen wie ich zum Beispiel Schwierigkeiten haben, soziale Interaktionen zu führen oder Signale bei anderen Menschen zu erkennen, Menschen in die Augen zu blicken. Schon seit ihrer Geburt filtert und verarbeitet Svenja die Reize ihrer Umgebung, wie etwa Lautstärke, anders als nicht-autistische Menschen. Die Kopfhörer dämpfen für sie den Lärmpegel beim Spielen mit Lillebror, Alva und Lotta. Ja, ich könnte hier überhaupt nicht jetzt, sein. Das ist viel zu laut. Ohne die würde ich jetzt, kann ich nicht atmen. Mama, guck mal. Okay, ich hab's gesehen. Mama, guck mal. Ja, den also das machen Kinder ja generell, so zeigen, schau mal, was ich gemacht habe. Und für mich ist das ja okay, ich sehe das, aber was soll ich tun? Bindung ist für Kinder wichtig. Deshalb kann die alleinerziehende Mutter in Fällen wie diesem auf ihn zählen. Erik ist einer von Svenjas Elternassistenten. Seit rund einem Jahr unterstützt er sie und ihre Kinder. Als persönlicher Assistent habe ich zwei Aufgaben bei Svenja. Das ist einmal die Überwachung ihres Gesundheitszustandes. Also Svenja ist Epileptikerin. Svenja kann Anfälle bekommen und dann muss ich zur Stelle sein. Und die zweite Aufgabe ist die Mitstrukturierung ihres Alltags. Möglich macht das ein staatliches Teilhabeprogramm für Eltern mit Behinderung. Das 24-7-Modell nennt sich persönliche Assistenz. Und da können Menschen mit Behinderung selbstständig in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern leben und bekommen ein sogenanntes persönliches Budget und können sich von dem Budget ihre eigenen Helferinnen einkaufen. Die monatlichen Kosten in Höhe von 35.000 Euro für insgesamt 10 Mitarbeiter trägt das Sozialamt. Seit 2018 gibt es einen Rechtsanspruch auf eine solche Assistenz. Neben Erik unterstützt Petra dreimal die Woche die Familie. Sie ist als ausgebildete Yogalehrerin eine Quereinsteigerin. Von der Berufsausbildung braucht man gar keine. Kann jeder mit jedweder Berufsausbildung bei Svenja arbeiten. Das kann Gärtner sein, das kann Professor sein, das ist vollkommen egal. Man braucht gewisse Skills, gewisse Fähigkeiten braucht man schon. Also man muss schon empathisch sein, man muss organisiert sein, man muss strukturiert sein und man muss einfach gut mit Menschen können. Nachmittags hat Lotta wieder Fußball. Genau, du bist dann noch mittags bis abends. Genau. Durch die Bilder, Sticker und genauen Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter gibt der Plan Svenja ein Gefühl von Sicherheit. Ein praktisches Hilfsmittel für den Überblick, auch für die Assistenzen. Die Struktur des Wochenplans ist für alle wichtig und für Svenja ganz besonders, weil wir am Tag immer mal drauf gucken, was liegt an und einfach auch nichts vergessen und gucken, auch, ist auch wirklich alles abgedeckt. Schau mal, wir haben den Plan schon vorbereitet. Guck mal, ob du so einverstanden bist. Svenja bleibt immer die Chefin. Sie allein entscheidet, wie ihr Haushalt läuft und die Kinder erzogen werden, auch wenn sie ihre Assistenzen sehr wertschätzt. Wir leben hier als große WG wie eine Familie. Wie eine Ersatzfamilie, denn Svenja hat ihren Ehemann vor 2 Jahren verloren. Mein Mann und ich haben in so einem Kosmos gelebt, seitdem ich 19 war. Und er war mein Lebensmittelpunkt, ich war sein Lebensmittelpunkt. Und dann ist er gestorben und dann haben sie mir alle Kinder weggenommen. Die gelernte Kommunikationstrainerin muss ihr Leben neu organisieren. Sie überwindet viele bürokratische Hürden und bekommt dank des Hilfsmodells ihre Kinder wieder vom Amt zurück. Jetzt kann sie ihnen das bestmögliche Leben bieten. Ich möchte einfach sagen, nie aufgeben, weil es ist meine Familie. Es ist das, was übrig geblieben ist. Und irgendwie habe ich einen Auftrag hier, diese Kinder nicht, also die müssen in die Welt gebracht werden, sie müssen begleitet werden. Und so arbeitet Svenja mit Hilfsmitteln wie einem Ampelsystem, um die Gefühlslage ihrer Kinder zu erkennen und dann richtig reagieren zu können. So, wer ist heute grün? Ich bin heute grün. Ich auch. Und ich? Ich bin grün. Willst du auch grün sein? Alles gut bei dir, Lillebror? Ja. Auch grün? Ja. Mach an. Gelb heißt, irgendwie läuft's nicht. Und bei Rot bin ich überfordert von mir selber. Alle 5 geben. Juhu! Ich bin das beste Beispiel dafür, dass man alles erreichen kann, was man will. Und dass man auch in einem Haus leben kann, dass man Mutter sein kann.
Die Familie hat oberste Priorität für die autistische Mutter. So müssen ihre Angestellten stets auf dem aktuellen Stand sein, was Kita, Schule und Freizeitplanung angeht. Was wir jetzt hier machen, ist eine Übergabe. Mhm. Beziehungsweise wir reflektieren den Tag. Was hat so stattgefunden? Wir waren dann in der Werkstatt. Svenja kann ihr Leben jetzt selbstbestimmt angehen. Aber das war ein langer Weg. Deshalb wünscht sie sich bessere Aufklärung. Was fehlt, sind tatsächlich Anlaufstellen für Menschen mit Behinderung, die einen Kinderwunsch haben. Die vielleicht diese Bedienungsanleitung, die ich mir jetzt über Jahre erarbeitet habe, da lernen können. Wie funktioniert ein Kind? Wie wickel ich ein Kind? Wir möchten doch alle in einer Gesellschaft leben, die einfach offen ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Ein großer Wunsch, mit dem Svenja ganz sicher nicht alleine ist.